Die Winterpause ist vorbei, das Jahr 2020 hat begonnen und falls ihr wissen wollt, was als nächstes so für Content hier auf diesem Channel kommt, dann bleibt dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen meine Bay Bros im Bay Stadium. Schön, dass ihr auch in diesem Video wieder eingeschaltet habt. Im neuen Jahr 2020, ist das nicht verrückt? Das neue Jahr hat nicht nur begonnen, die Winterpause ist auch vorbei. Das heißt, es wird in den nächsten Wochen wieder neuen heißen Content hier auf diesem Channel bei Bay Stadium geben. Falls ihr Bay Stadium noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst und natürlich auch ein Like und auch gerne unter meinen Videos fleißig kommentiert. Wir starten diese Woche mit einem Livestream um 18 Uhr am Donnerstag. Da könnt ihr gerne einschalten und euch auch schon mal vorbereiten, die Beyblade Burst App runterladen, falls ihr sie noch nicht runtergeladen habt. Und dann könnt ihr zusammen im Community Battle gegeneinander antreten. Das wird spaßig, das wird ein schöner Auftakt fürs neue Jahr. Und dann kommen natürlich diverse Battles. Ich habe auch wieder Unboxings geplant. Ihr habt es euch schon oft gewünscht und jetzt ist es endlich soweit. Es kommt ein Takara Tomy Unboxing und das wahrscheinlich schon nächste Woche. Ich muss mal schauen, ob ich das soweit schon geschnitten bekomme, aber das sehen wir dann in den kommenden Tagen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, was ihr glaubt, was es für ein Beyblade ist, den ich dort auspacken werde. Ich werde jetzt einfach mal die gewagte These in den Raum werfen, dass ihr zu 100% nicht erraten könnt, was für einen Bay ich hier auspacken werde. Sollte es jemand erraten, werde ich den natürlich schön einmal im Video dann nennen. Ich bin gespannt, überrascht mich, vielleicht ist ja wirklich einer von euch dabei, der es errät. Und ansonsten kommen natürlich in den nächsten Wochen wieder Battles. Turbo Sprisen S4 steht ja auch noch auf der Liste. Da habt ihr natürlich auch fleißig kommentiert und da werde ich natürlich auch einige Battles von machen. Es wird also genug neuen Content in den nächsten Wochen geben, bleibt also dran und verpasst natürlich auch nicht die Livestreams. Die werden natürlich auch weiter bestehen bleiben und da werden wir fleißig neue Community Battles natürlich abhalten. Da können wir ein bisschen was zusammen machen und zusammen zocken. Ich freue mich auf die kommenden Videos und ich hoffe, ihr freut euch auch. Wir sehen uns im nächsten Video. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.